Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Vorletzter Handelstag im März. Damit ist das Quartal fast zu Ende und das neue Quartal startet ja dann erstmal ganz in Ruhe. Mit Ostern, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit äh, zum Traden und da schauen wir heute unter anderem auf das Gold auf. Die Zinsen, die gehen auch wieder ganz schön stark nach oben in den USA. Die Schere wird auch immer größer und damit werden natürlich auch. Die Diskussionen darüber größer, ob man nicht langsam immer mehr vom Aktienbereich in den Zinsbereich mit rüber geht. Das sind natürlich Themen, die beschäftigen die Märkte immer so ein bisschen weiter. Und das Ganze schauen wir uns heute in Teilen mal an, wie sich das auf Gold wirkt. Natürlich wie immer auch die Einladung, den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle zu besprechen. Und nicht zu vergessen, jetzt aufs Like-Knöpfchen drücken. Das heißt, ran an die Maus oder mit dem Finger aufs Pad und den Like-Knopf drücken, damit die Welt sieht, was wir hier tun und damit auch gesehen wird, welche guten Chancen wir hier immer wieder nutzen. Das Ganze machen wir jeden Morgen hier um 8.30 Uhr, wenn die Börse offen hat. Das Ganze natürlich auch kostenfrei und exklusiv, wie immer hier. Bei Tickmill Risikohinweis als nächstes bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier hinter mir geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den Nachrichten. Ein paar gibt es davon. Wir haben aus Japan heute Nacht Einzelhandelsumsätze für den Februar bekommen. Da steht eine grüne Zahl. Das ist schon ein positives Ergebnis, wobei man auch sehen muss, es schrumpft trotzdem weiter. Die Einzelhandelsumsätze im Vormonat sind um 2,4% zurückgegangen, im Februar dann um minus 1,5%. Die Prognose hatte allerdings ein deutlich schlechteres Ergebnis vorhergesehen, nämlich minus 2,8%. Und somit ist der Rückgang nicht so stark ausgefallen wie erwartet. Und was ein positives Signal sein könnte, werden wir sehen. Es ist Vergangenheit. Viel, viel wichtiger ist das, was die Zukunft schreibt. Und die Zukunft ist ja das, was auch an den Märkten gespielt wird. Heute um 14 Uhr kriegen wir hier in Deutschland das Thema Verbraucherpreisindex und OH, müssen wir sagen. Das ist ja das Thema Inflation von 0,7 auf 0,5. Das sind die Erwartungen der Analysten. Wir werden sehen, was heute passiert. Eine deutlich stark steigende Inflation oder eine deutlich stärker steigende Inflation, das denke ich mal, dürfte auch an den Märkten nicht ohne Spuren vorbeigehen. Aber da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. 14 Uhr gibt es diese Zahlen. 14 Uhr ist der wichtige Punkt für Deutschland. 16 Uhr ein wichtiger Punkt für die USA, denn da bekommen wir. Das Verbrauchervertrauen in den USA und wir sehen es hier, die Prognosen gehen von einem Anstieg von 91,3 auf 96,7 an. Sehr positiv zu sehen wäre eine deutliche Überraschung. Das dürfte dann den Märkten auch Auftrieb geben, denn äh, die Unternehmenslenker sind schon positiv eingestellt für die Zukunft. Und wenn die Verbraucher ebenfalls Vertrauen haben, dann dürfte das Ganze natürlich auch positiv an den Märkten Anklang finden. Ich sage wohlgemerkt dürfte, weil die Indizes ja die notieren zwar auf Allzeithoch, zumindest der SP 500 und der Dow Jones äh, in den USA. Der Nasdaq natürlich noch nicht, das hängt in großen Teilen wirklich auch mit der Zinssituation zusammen. Hedgefonds kommen teilweise äh, durch diese ganze Situation auch immer mal ein bisschen Schieflage also ein ziemlich gemischtes Bild, was man hier an dieser Stelle entsprechend auch mit hat. 22:30 Uhr dann heute noch die Rohöllagerbestände und damit wären die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Handelstag entsprechend auch mit durch. Jo, da können wir jetzt also ganz in Ruhe die Charts miteinander besprechen und ich hatte es ja avisiert. Zunächst einmal schauen wir hier auf den Goldchart. Das wie immer natürlich auch im großen Blick. Das heißt, ich bin weg, das Bild ist da und damit sehen wir, was wir sehen müssen, nämlich hier mal die Situation im Goldpreis. Das hier ist der aktuelle Tageschart. Mit wichtigen Marken im Block. Aufgrund der Platzsituation habe ich das Ganze auf der Woche geschrieben. Da sieht man es auch sehr, sehr schön, dass wir hier. Definitiv vom Regime her abwärts gerichtet sind und ähm, tja, die Trading Range, die wurde definitiv verlassen. Wo kommt diese Range her? Hier sieht man es: Wir sind in der Vorwoche und bis gestern hier innerhalb der Bandbreite äh, dieser Vorvorwochen-Range gelaufen und die liegt so ganz grob oben bei 1755 und unten bei 1719 und da sind wir jetzt sozusagen hier im Tageschart sieht man das auch sehr schön da ist der markt hier so ein bisschen hin und her geschwungen das war das umkehrmuster innerhalb der regressiven phase hier an dieser stelle und jetzt geht es hier definitiv zur unterseite zur sache aber ich muss an dieser stelle auch sagen wir haben hier noch keine bestätigung der ausbruch ist jetzt zwar Geschichte aber das Tagestief von gestern wird momentan noch nicht abverkauft. Ja? Da sind wir zwar leicht drunter gelaufen, aber der Markt ist noch nicht komplett unten drunter durchgerutscht. Und das ist halt jetzt so die Frage, bleibt es beim Ausbruch oder dreht der Markt zur Oberseite hoch? Das ist hier die ganz, ganz große Frage. Ich gehe noch mal ganz kurz in den Wochenchart rein. Ähm, denn die Historie, die wir brauchen, um den Trade zur Unterseite zu planen, die sehe ich jetzt hier im Tageschart nicht groß genug. Deswegen der Blick in die Woche und wir sehen es in der Woche, wenn die Bestätigung zum Ausbruch kommt. Nächstes Anlauflevel wäre mal hier unten das aktuelle Abwärtstrend tief. Das haben wir liegen bei 1676 äh, US-Dollar für die Fein und so Gold. Darunter ist nicht wirklich viel. Das einzige, was wir hier sehen, ist dieser kleine, sag ich mal, Boden hier, also das Wochentief hier drüben. Das kommt aus diesem Aufwärtsschub hier rauf. Das haben wir liegen um die 1568 Dollar. Und danach ja, ist wieder Luft für den nächsten freien Rutsch auf die 1445 US-Dollar. Also, wir sehen es, diese Marken bleiben natürlich im Chart auch liegen. Das sind die, die auch interessant bleiben für die Unterseite und das ist auch das Potenzial, also dieser Arm, der hier sich nach unten entwickelt, dieser Bewegungsarm, der hat durchaus Potenzial, schön zur Unterseite reinzulaufen und für diejenigen, die das auch immer mal gerne machen, hier einfach mal so eine Ausmessung der Korrekturtiefe an dieser Stelle ran, was die hier bringen kann, das sehen wir hier an dieser Stelle, wenn ich das Blaue auch gleich irgendwann mal vielleicht treffe, jawohl, da haben wir es, wenn ich das mal unten dran setze, schaut mal, allein das Potenzial, aus dieser korrektiven Phase hat hier den Zielbereich um die 1568 bis 70. Da ist durchaus Luft zur Unterseite drinnen und das ist das, was wir als Potenzial brauchen. Und das Schöne ist, das wird wahrscheinlich nicht in einem Rutsch nach unten gehen, sondern da werden wir immer wieder Trading-Chancen bekommen, um die Unterseite auch zu traden. Erster Entscheidungsmarker ist allerdings wirklich erstmal hier unten das Zwischentief. Das müssen wir natürlich rausnehmen, dass sich dieser Trend, dieser kleinere. In Anführungsstrichen kleinere, ähm, auf der Wochenbasis hier der Arm nach unten, dass wir den entsprechend sehen. Wenn ich den mal ganz kurz einstelle, hier sehen wir das hier, das, was wir hier unten sehen, Moment, ich nehme mal ganz kurz hier diese, diese, diese Linie raus, das ist der Trend, der hier nach unten läuft. Der Bewegungsarm auf der Woche quasi. Das ist das, was wir auf Tagesbasis auch sehen. Und da haben wir schön den Schub zur Unterseite rein. Und das ganze Bild schauen wir uns jetzt mal noch im kurzfristigen Bereich an. Heißt also, wir gehen jetzt hier mal nicht in den Tag, sondern was mich jetzt hier interessiert, ist mal definitiv hier entsprechend die Stunde. Und im Stunden- bzw. Vier-Stunden-Trend sehen wir doch sehr, sehr schön, was hier gerade abgeht. Das heißt, an dieser Stelle haben wir mal den Verlauf hier auch wieder schön zu sehen. Die Range oben und unten. Und da ist der Ausbruch jetzt gekommen. Und hier sehen wir es im kleinen. Es setzt sich halt schön zur Unterseite hin fort. Wir haben jetzt definitiv einen Abwärtstrend auch da, aber, und jetzt kommt das Aber, das ist so ein bisschen der, der kleine Hauch, der noch für die Oberseite relevant ist, denn. Wir haben hier den Aufwärtstrend entsprechend da. Moment, den skizziere ich mal ganz kurz ein. Also hier ging es nach oben, die Korrektur nach oben. Und jetzt haben wir hier einen Abwärtstrend. Das ist dieser hier, der ist definitiv auch bestätigt. Das heißt, an dieser Stelle ähm, gab es hier die korrektive Phase, dann gab es noch mal einen Auflauf hierhin. Und spätestens hier oben haben wir dann gesehen, der Markt dreht runter. Es gab tiefere Hochs und jetzt haben wir schön hier nach unten hin den entsprechenden Abwärtstrend am Laufen. Und da haben wir eine Marke, die ist sehr, sehr wichtig. Hier unten, das müssen wir nach rausnehmen, dieses Level. Das heißt, unter der Marke von 1699 ähm, ist auch dieser kleinste Trend for sure raus aus dem Markt äh, und damit ist gut. Aber dieser Trend ist momentan richtungsgebend hier, den ich mit dieser roten Linie auch markiert habe. Der läuft. In Richtung des Tages bzw. auch der Woche. Das heißt, man ist mit der Hauptrichtung unterwegs. Das ist schon mal stark für die Fehlerquotenreduzierung. Und wenn wir tatsächlich hier unter dieses Level fallen, ist das der nächste Beleg dafür, dass der Markt tatsächlich mit einer ganz, ganz guten Wahrscheinlichkeit unten reinläuft in den Supportbereich bei 1676. Und wenn dort auch noch Verkaufdruck raufkommt und kein Kaufdruck reinkommt, dann haben wir wirklich den Weg frei Richtung der tieferen Level, die wir gerade im Wochenendtrend besprochen hatten. Und jetzt kommt allerdings noch eine ganz, ganz wichtige Sache. <laughs> Sollte es aus irgendwelchen Gründen zu einem Abprall kommen von der Unterseite, dann wird es natürlich wieder interessant. Was passiert mit der Range? Kehrt der Markt hier in die Range zurück? Das haben wir oft genug gesehen. Dann müssen wir natürlich sehen, was wird interessant. Und da möchte ich hier nur zur Vollständigkeit halber ähm, die Oberseite mal noch kurz mit besprechen. Das heißt, sollten wir tatsächlich wieder zurückkehren in die Range, natürlich erstmal hier dann zu sehen, das Verhalten an der Range-Oberseite. Möglicherweise bekommen hier noch einen Rückschnapper oben ran bis an die 1719. Aber wenn es tatsächlich oben drüber geht und aus irgendwelchen Gründen der Goldpreis hier nicht die Verkaufsphase weiterspielt bei 1765, sondern tatsächlich nach oben geht, dann hätten wir hier ein relevantes Umkehrlevel, dass der Markt doch ein bisschen was anderes spielt. Dazu müssten aber wirklich sehr, sehr viele Sachen zusammenkommen. Da müsste beispielsweise auch der US-Dollar wieder deutlich schwächeln. Und das sehe ich momentan in keinster Art und Weise. Aber wenn das so kommen sollte, dann ist immer noch die Chance offen, dass wir hier sozusagen vorher irgendwo rumdrehen vor diesem Tief ein höheres Tief machen und dann nach oben laufen und dann hätte der Markt tatsächlich die Chance, wenn es nachhaltig über die 1765 schafft, die höheren Level anzulaufen und die können wir auch sehen hier, das wären mal die kleinen Zwischenhochs aus dem letzten Abwärtsschub, die wir hier an dieser Stelle haben, zu nennen an den Marken 1816, 55 und das Ganze allerdings aus aktueller Sicht lediglich der Vollständigkeit halber, das gehört an dieser Stelle dazu. Also, das wäre dann tatsächlich das Szenario korrektive Ausdehnung. Das heißt, wir gehen nicht unten drunter, sondern drehen nochmal rum und den Markt schiebt schön zur Oberseite rein. Warum habe ich jetzt das ganze Bild erwähnt mit dem US-Dollar? Ich zeige das Ganze gern, gerne an dieser Seite noch einmal wie stark der US-Dollar momentan auch unterwegs ist hier an dieser Stelle. Im Moment, da ich ganz kurz runter hier, macht das Bild mal etwas größer. Wir haben hier ganz, ganz, ganz klar einen sauberen Aufwärtstrend im US-Dollar, der setzt sich weiter nach oben hin fort, geht jetzt gut und gerne hier. Hier haben wir ein ganz kleines Widerstandslevel bei 9316. Wenn wir auch das schön vom Markt rausnehmen, schaut mal, dann haben wir hier den nächsten Anlaufpunkt bei 94, 35, 30, 35 rum, beziehungsweise hier bei 94, 80 in etwa. Und das ist Stärke. Das ist US-Dollar-Stärke. Und Gold wird in Dollar bezahlt. Das heißt an dieser Stelle, ähm, wenn der Dollarpreis steigt, sinkt in aller Regel ganz, ganz klar äh, der Goldpreis. Und wenn wir uns das mal eben anschauen wollen an dieser Stelle, dann sehen wir ganz klar hier den Gleichlauf momentan. Wenn wir uns das mal anschauen wollen hier, ich gehe mal eben in die Stunde. Ja, ich hoffe, man kann das sehen, was ich hier mache. Also, wenn wir uns mal hier den Stundentrend vom, 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 vom US-Dollar anschauen, der ist stark aufwärts gerichtet hier an dieser Stelle. Und wenn wir uns das Bild hier unten mal anschauen, vom 18. März her, also wir kommen hier im, äh, im US-Dollar hier schön, da drüben haben wir den 18. März schön aufwärts gerichtet, das Ganze. Und was haben wir hier? In Goldpreis schön abwärts gerichtet die ganze Geschichte und das ist halt die Korrelation, die wir dort momentan haben. So läuft der Markt an dieser Stelle und das ist das Bild, was wir hier haben und das ist genau das Bild, was wir hier immer wieder sehen und da kann man auch schön sehen, den Future einfach mal ein bisschen anschauen. Wir nehmen die Futures übrigens auch in naher Zukunft hier regelmäßig in die Handelsideen mit auf das sehen wir da sehr sehr schön dass der Blick in Gold für diejenigen für die es interessant ist das ganze im Silber auch zu traden Silber sieht da momentan sehr sehr ähnlich aus also jetzt haben wir wieder schön ähm, einen Gleichlauf hier zwischen Gold und Silber Silber ist ja zwischendurch mal abgehauen auch wenn Silber natürlich äh, bei weitem ähm, nicht so tief steht von der Gesamtrelation sondern hier weiterhin noch irgendwo in einer sage ich mal starken Range ist hier da haben wir ja unten diese dieses Unterstützungsband hier unten liegen und oben ähm, den Deckel drauf noch um die Marke von 30 US Dollar, aber nichtsdestotrotz der Silberpreis an sich, ja, geht aktuell die gleiche Richtung wie der Goldpreis und das ist das interessante an dieser Stelle, denn auch hier für diejenigen, die vielleicht nicht Gold traden wollen, äh, sondern einfach sagen, Mensch, Silber ist ja auch interessant, auch Silber. Ist im Abwärtstrend. Ne? Sehen wir ganz klar, absolut der Trend hier. Und was wir halt auch sehen, ist, dass wir hier oben auch so eine Range hatten, die ist aber schon länger äh, nach unten hin ähm, ausgebrochen. Das ist also die Chance, die wir auch momentan im Gold sehen. Der Bruch nach unten hin zur Trendfortsetzung. Silber setzt den Trend momentan fort und der nächste Anlaufpunkt im Silber, den haben wir mal hier unten an diesem Zwischentief um die Marke von. 24.09. Das ist sehr, sehr gut. Und das Interessante, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist, wir haben hier unten am Tief bei 24.40 haben wir das Tief hier unten liegen. Ähm, Wenn es dort tatsächlich auch zur Fortsetzung des Bewegungsarms kommt, ich mache mal ganz kurz hier den kleinen Trend unten rein. Da sehen wir hier, da ist nach unten unterwegs. Wenn wir hier unten drunter durchlaufen, das wäre natürlich sehr, sehr interessant zu sehen. Schauen wir uns mal kurz im 4-Stunden-Trend auch an. Hier, das ist momentan der Bewegungsarm zur Unterseite. Hier, das war der korrektive Aufwärtstrend. Der wurde definitiv gebrochen. Ähm, hier das Support-Level wurde rausgenommen und dann kam es halt auch zur Unterschreitung dieses Zwischentiefs hier an dieser Stelle. Das Ganze auch sehr, sehr schön trendig. Und jetzt sind wir nach unten unterwegs und alleine diese letzte kleine Korrektur hier, was wir hier gesehen haben, vom Tief zum Hoch, wenn sich das Ganze fortsetzt, da können wir mal davon ausgehen, dass wir durchaus das Potenzial haben. Wir nehmen es mal ganz kurz rauf hier. Ja, durchaus hier unten rein. Wir klemmen es mal unten dran, dass die Trendfortsetzung. Ne? Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, wo da der nächste Anlaufpunkt ist, da haben wir hier ganz klar mal dieses Level hier drüben, wo wir reinlaufen können. Und das ist dann der Anlaufbereich um die Marke von 23,50, so in etwa hier unten der Bereich. Also auch dort ist Potenzial zur Chartunterseite da. Wichtig ist halt, dass es zur Trendfortsetzung kommt. Und diejenigen, die sich sagen, okay, ich wette mal nicht drauf, dass wir hier äh, quasi direkt nach unten durchlaufen. So what? Das ist für das Kleinste durchaus auch ein interessantes Level. Moment, ich lösche mal hier ein paar Marker raus. Denn wenn wir mal schauen, was hier im letzten Schub zur Unterseite hingekommen ist, also das hier, ja, hier die Korrektur, hier der Schub zur Unterseite hin, da haben wir ja auch was Trendiges am Laufen. Ne? Das sehen wir hier der Trend ist abwärts gerichtet das hier ist der Bewegungsarm und wenn der hier unten doch noch mal abprallt und ein Stück weit höher läuft dann haben wir im Kurzfristbereich wohlgemerkt, ne, das ist eher Richtung Intraday-Trading hier an dieser Stelle. Dann schauen wir mal in den 5-Minuten-Chart rein, denn da sehen wir momentan halt, dass wir hier ganz klar ein Stück weit nach oben laufen ähm, und wir hier über ein wichtiges Level zunächst schon mal drüber gelaufen sind. Das heißt über diesen Bereich hier oben, über die Marke von gut 24,70 da oben drüber. Die Frage stellt sich jetzt nur, was wird das am Ende? Ja, wir haben nach oben hin natürlich hier, ich muss das mal noch ein kleines bisschen größer, äh, kleiner machen, das Bild. Wir haben natürlich ein paar schöne Anlaufpunkte auf der Oberseite. Das heißt, wenn es hier tatsächlich zur Fortsetzung dieses Schubs kommt über dieses Hoch, dann haben wir hier oben ein paar schöne Anlaufpunkte. Nämlich schön an den Zwischenhochs. Na, bitte jetzt hier nicht direkt festnageln, äh, der Metatreter lässt sich da nicht genau platzieren, leider. Aber wir können diese Zwischenhochs aus der Abwärtsphase hier durchaus auch mit aufnehmen. Das sind nämlich die interessanten Marker. Und auch hier, ich zeichne es mal ganz kurz oder lasse es mal kurz einzeichnen hier. Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur, ja, das haben wir immer schön zur Unterseite rein, nach unten hin und da sehen wir halt auch welche Level, die wichtigen jetzt sind und da sehen wir halt schön die Unterstützungsmarken hier oben, diese Drehbereiche an den Zwischenhochs und die sind gute gute Anlaufpunkte fürs kurzfristige Trading hier an dieser Stelle, was wir sehen können, da hat der Markt rumgedreht an diesen Stellen und das sind ja die interessanten Level hier. Das ist das, was wir brauchen für die Chart Oberseite und das ist genau das, wo wir gut planen können, wo möglicherweise die nächsten Orders liegen. Fakt ist allerdings eins, wir müssen sehen, dass die Stärke wieder in den Markt zurückkommt, sonst ist dort echt zappenduster, das heißt, das bringt dann wirklich das Spiel zur Unterseite zurück, das war noch eine kurze Ausreise nach oben und dann geht es direkt wieder auf die Chart-Unterseite und dass die Chart-Unterseite bedient wurde, das sehen wir ja auch sehr, sehr schön an dem entsprechenden Trendverlauf. Schaut mal hier ging es nach unten, dann hatten wir hier die Korrektur, dann hat sich der Abwärtstrend gebildet und jetzt sind wir hier kurz oben drüber gerutscht und schon laufen wir wieder runter hier in so einem ganz ganz engen Trendkanal. Wie schon gesagt, das sind die fünf Minuten. Wenn wir dort den Ausbruch zur Oberseite bekommen sollten, ja, so tiefe, tiefe Rückgänge sind eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass der Markt nicht wirklich hier oben über die 27 oder die 24, 72 drüber läuft. Ähm, am Hoch oben. Dann hätten wir den Abprall, das wäre dann die nächste Chance zur Unterseite hin. Also, das ist durchaus interessant. Wer das Ganze kurzfristig im Intraday-Bereich traden möchte, bitte unbedingt auf die Lauer legen. An dieser Stelle auf der Unterseite geht es dann nämlich, wenn wir hier. Diese trendige Phase wieder aufnehmen. Also das, was wir hier vorher gesehen haben, dann haben wir gute Chancen, die Unterseite weiter zu bespielen. Das heißt, hier sollte es dann darunter gehen. Ich weiß, das ist immer sehr, sehr viel Wartezeit und die ungeduldigen Trader, die ja die warten einfach nicht lang genug manchmal. Aber nichtsdestotrotz, wer auf den Markt hört und geduldig tatsächlich ist und es hier eine nachhaltige Entscheidung zur Unterseite gibt, da sehen wir, da haben wir genügend Potenzial, was wir auch im Silber bespielen können. Und wie schon gesagt, hier unten das Zwischentief um die Marke von 2450, das ist dann der erste wichtige, relevante Bereich, weil spätestens dort drunter ähm, geht es dann wieder in Richtung der übergeordneten Abwärtslage. Wie schon gesagt, das ist der 5-Minuten-Chart ähm, und dann wäre mal der nächste Anlaufpunkt im kleinen hier unten im 5-Minuten-Chart an diesem Zwischentief hier an dieser Stelle und wenn wir das da mal noch ein bisschen zusammenraffen, sehen wir auch, wo es dann entsprechend hingeht, nämlich hier unten rein ans aktuelle Trend tief und dann kommt schon die Fortsetzung, da ist genügend da und das ist doch das Interessante, was wir hier an dieser Stelle sehen und wenn wir uns das größere Bild vom Silber mal anschauen, da sehen wir halt auch, der Markt läuft definitiv nach unten und wir haben schön auch hier den größeren Abwärtstrend da, was wir hier sehen ist Korrektur und diese Ausweitung könnte halt durchaus auch noch ein Stück weit höher gehen. Wie das, was ich vorhin im Goldpreis gesagt habe. Also hier mal kurz noch den Kontext entsprechend auf den Silberpreis mit drüber zu nehmen ähm, und das Ganze dann zu sehen. Also hier, schaut mal, ich zeichne mal nur das, das letzte Stückchen ein. Hier gab es Abwärtsbewegung, hier die Korrektur. Jetzt laufen wir schön unten rein. Und das ist jetzt der Bewegungsarm, der setzt sich quasi fort. Sollte es allerdings einen Abpraller geben, zur Oberseite hin, dann könnte der durchaus jetzt so ausschauen, wie das, was wir hier haben. Dann haben wir eine kleine Aufwärtssequenz und die hat dann alleine mal mit diesem Abwärtsschub hier das Potenzial halt hier bis da oben hinzulaufen, das ist halt ein Ziel dieser ganzen Geschichte, ohne dieses übergeordnete Bild kaputt zu machen. Das heißt, die Tagesschwankungen können da im kleinen durchaus gerne entsprechend mit ausgenutzt werden. Das ist der Blick in Silber und wie schon gesagt, an dieser Stelle sehr sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt mit rüberbringen. Das heißt an dieser Stelle auch hier in Zoom rein, wer eine Frage hat oder auch auf Facebook rein in die Charts. Wir gehen jetzt mal von den Rohstoffen hier rein in den Euro-US-Dollar, denn ich hatte ja schon gezeigt, was der US-Dollar an sich macht, der nimmt an Stärke zu. Und beim Währungspaar Euro, US-Dollar ist das natürlich immer sehr, sehr schön zu sehen. Hier an dieser Stelle, Im Moment, da haben wir es. Da kommt es momentan tatsächlich zum erneuten Test ähm, dieses kleinen Zwischentiefs hier, was wir hier haben. Schaut mal, hier ging der Trend zur Oberseite rein. Auch hier räume ich den Chart mal ganz kurz ein kleines bisschen auf, dass wir die wichtigen Fakten auch gut sehen können. Das heißt, an dieser Stelle ähm, muss man einfach mal sehen, hier an dieser Marke von 1835 hat sich der Abwärtstrend auf Tagesbasis fortgesetzt das heißt dieses Level ist auch das nächste Widerstandslevel und da ist der Markt in keinster Weise oben ran gelaufen. Und wenn wir einfach mal schauen wollen, welches Potenzial sozusagen der Rücklauf auch hatte, das heißt, wenn wir uns das mal anschauen wollen hier an dieser Stelle, das war die korrektive Phase. Also hier ging es nach oben, da habe ich ja schön auch diesen Kanal eingezeichnet und das Ganze mal unten drunter gesetzt, dann sehen wir halt, da haben wir deutliches weiteres Abwärtspotenzial auch da, wenn der Markt das spielt. Heißt also hier, das ist auch für die kurzfristigen Trader jetzt sehr, sehr interessant. Das schauen wir uns gleich mal noch in den kleineren Zeiteinheiten an. Diese Marke hier unten, das ist das Zwischentief von hier drüben. Also hier ging der Markt ja hoch in die nächste trendige Schubphase bis hier oben ran an die knapp 1,24 und dann ging es ordentlich kräftig zur Unterseite, zur Sache. Und das ist das Level, was wir hier unten halt haben. Und das ist halt die interessante Story jetzt hier. Und das Ganze mal mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten, da gehen wir mal schön in den Stundenchart entsprechend auch rein, dass wir das mal haben. Da sehen wir nämlich auch schön, wie der Bewegungsarm sich nach unten fortsetzt. Und diese Fortsetzung hat natürlich das Potenzial, jetzt deutlich zur Unterseite rauszulaufen. Wir sehen es hier schön. Das Ganze trendig. Aber was mich jetzt tatsächlich interessiert, ist das Verhalten hier an dieser Stelle an der Linie hier unten. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, denn wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, wir haben ja hier im kleinsten einen Trend nach unten laufen. Ich mache mal ganz kurz den Stereo-Trader wieder hier rein. Das heißt, an dieser Stelle lassen wir uns gleich auch mal noch mit einzeichnen, welche Charts wir bzw. welche Trends wir haben. Und hier gebe ich mal kurz den kleineren Zeitrahmen rein. Und schaut man, das, was wir hier haben, ist momentan. Der Bewegungsarm des abwärts gerichteten Stundentrends. Und wenn wir uns den mal im kleineren auch anschauen wollen, das heißt, hier schaut mal, dass der Bewegungsarm äh, im 5-Minuten-Trend, ja, dann sehen wir halt, wir haben hier an dieser Stelle ein kleines Widerstandslevel. Ja, das ist dieses hier. Das werden wir gleich auch im 5-Minuten-Chart sehen. Ähm, da hat sich hier diese Abwärtssequenz nach unten fortgesetzt, nach dieser kleinen Erholungsphase. Und da wird es jetzt durchaus interessant, denn mit Blick in die kleinen untergeordneten Zeiteinheiten und ein Abreißszenario werden diese Marker natürlich für uns, fürs kurzfristige Trading, definitiv mal interessant, weil wir können ja ohne weiteres, ohne sozusagen hier. Komplett das gesamte große Bild äh, kaputt zu machen, durchaus ein Stück weit oben drüber laufen, mal wenigstens hier rein, bis in die Marke von 1,17. Naja, was haben wir hier oben? Das Hoch hatten wir gerade bei 1,17,73 reinlaufen. Und das Ganze auch hier mal wieder äh, im 5-Minuten-Chart gesehen. Ist halt der wichtige Punkt. Ja, warum schaue ich hier in den 5-Minuten-Chart rein? Ich schaue hier in den 5-Minuten-Chart rein, weil wir hier natürlich als erstes sehen, wenn wir eine Aufwärtssequenz bilden. Ne? Das heißt, hier unten, diese Marke, diese Linie, die ich eingezeichnet habe, ich mache die mal kurz ein bisschen dicker. Das ist jetzt natürlich unten ähm, das Zwischentief, der das wichtige Auffang, der will dort unten. Ähm, und dort wird sich halt entscheiden, ob wir hier. Den Spike, den wir unten reingesehen haben, fortsetzen oder ob wir den ersten Schub zur Unterseite hatten und dann, eine, eine, ich sag mal, mal eine Aufwärtssequenz bekommen. Und das ist dann das Interessante. Sollten wir hier in diesem Bereich um die 1,1745 tatsächlich eine Aufwärtssequenz sehen, dann wäre hier in diesem Schwungbereich die Chance da, dass wir ein Stück weit nach oben reinlaufen. Und das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Fakt, den wir hier haben und das hier sozusagen, ja, an dieser Stelle natürlich mit anschauen sollten. Also, Euro ist echt interessant. Und wenn wir hier keine, und ich sage wohlgemerkt, wenn wir hier an dieser Stelle keine Unterstützung haben, dann ist das genau das Bild, was wir brauchen hier für den mittelfristigen Schub. Wenn das abverkauft wird, das Level, dann ist der Weg halt frei aus charttechnischer Sicht erstmal in die Region um die. 1,1650, das ist dann der nächste größere, wichtige Auffangbereich an dieser Stelle und wir können an diesem Punkt auch sagen, spätestens dann, wenn hier unten nichts mehr hält, ja, dann ist Feierabend, dann ist die Aufwärtssequenz, ähm, die ich mal hatte, ich hatte ja diese, diese Zirkel, ähm, äh, sozusagen die Zirkelung des, ähm, dieser Sequenzen aufwärts- und abwärtsphasen langfristig mal aufgezeigt, wo wir dann den Ausbruch von unten schön nach oben traden konnten. Ähm, das haben wir jetzt wieder in der unteren Sequenz und hier unten dieses Level 1.16 ist extrem wichtig im großen Bild. Also das, was wir hier sehen, ist mal das, was wir trendig auf Woche bzw. Monat sehen. Ja? Wenn das rausgenommen wird, dann, dann könnte es durchaus sehen, dass wir hier in die nächsten Bereiche unten runterfallen. Und da möchte ich mal nicht ausschließen, dass wir hier mal locker wieder in die Region von 1,12 nach unten fallen. Das ist das, was hier mittelfristig bzw. längerfristig durchaus auch auf der Agenda ist. Ich persönlich habe mich entsprechend schon positioniert, allerdings auch deutlich höher. Aber nichtsdestotrotz, dieses Szenario steht auf der Uhr und das ist das, was wir ganz in Ruhe traden können und zur Unterseite mitnehmen können. Zum Punkt ähm, Euro ähm, habe ich jetzt noch eine Frage bekommen. Euro in Gold. Wir haben natürlich äh, den Goldpreis auch immer wieder in der Euro-Situation ähm, laufen. Das heißt, Gold wird ja in verschiedenen ähm, Währungen gehandelt. Und wenn man Gold nicht in US-Dollar handelt, dann wird der Goldpreis sozusagen in die entsprechende Handelswährung umgerechnet. Eines muss man allerdings wissen hier an dieser Stelle: der Goldpreis wird halt final in Dollar berechnet und die Währungsumrechnung kommt dann natürlich immer auf die eigene Währung. Und wer jetzt entsprechend das Gold in Euro tradet bzw. handelt, wird natürlich einen etwas anderen Chartverlauf haben, weil da spricht natürlich immer noch die Währung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn hier beispielsweise der Kurs in Euro fällt, dann steigt natürlich der Preis in Gold auch an für die Euro-Tranche, ähm, weil das Ganze natürlich auch umgerechnet werden muss. Das ist halt ein wichtiger Faktor, das sollte man da immer auch mit auf der Uhr haben. Das heißt, das, was wir hier besprechen, ist natürlich immer ähm, die Haupthandelswährung für das Gold und das ist halt Gold in US-Dollar. Das ist der Blick sozusagen auf den Euro. Jetzt schaue ich mal nach, ob wir noch Wunschmärkte haben. Wunschmärkte haben wir heute keiner. Ja, gut, es ist auch äh, nicht ungewöhnlich. Wir gehen jetzt so langsam auf Ostern zu. Da bereitet sich der ein oder andere auch auf die Osterferien vor. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir immer wieder schöne Handelschancen. Und da möchte ich mal ganz kurz hier noch auf den DAX eingehen. Der DAX hat ja gestern ein neues Allzeithoch geschrieben. Und ja. <laughs> Die Rallye geht weiter. Ich erinnere mich noch dran, ähm, welches Gegenfeuer ich bekommen habe, als ich vor einer ganzen Weile mal ausgerufen habe. Der DAX hat durchaus hier die Chance, äh, über die Marke von 14.500 Punkten anzusteigen. Es ist nicht lange her. Jetzt stehen wir schon bei 14.900 Punkten. Also, das ist schon echt einiges, was hier losgelaufen ist, ähm, was wir hier an dieser Stelle haben. Und äh, das ist halt das Potenzial, äh, was wir durchaus zur Unterseite auch mit haben. Ne? Wenn wir mal sehen, wo wir im Tief. 2020 gestanden sind und wo wir heute auch stehen. Das ist echt irre, was wir da haben. Und das ist eine Rallye, die läuft. Da freue ich mich für jeden, der hier dabei ist. Die Chartmuster funktionieren auch gut. Allzeithochs werden im DAX momentan gekauft. Also es ist jetzt nicht immer so, dass wir danach eine Abwärtsphase haben, die den gesamten Trend bricht, sondern es geht an Allzeithochs meistens ein kleines Stückchen runter, um dann wieder hoch zu gehen. Jetzt sehen wir momentan gerade mal ein bisschen was anderes. Na, hier hat man ein Allzeithoch, da wurde abverkauft. Hier hat man Allzeit Allzeithoch, da wurde abverkauft. Hier unten war der Schub aufs Allzeithoch ne, ran hoch runter, neues Hoch runter, neues Hoch runter. Jetzt haben wir es mal anders. Jetzt haben wir hier das neue Hoch vor zwei Tagen geschrieben als am Freitag ähm, vergangene Woche. Und hier sehen wir jetzt, dieses Hoch wird gekauft, da geht Geld in die Märkte rein. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, die positiven Chancen, die man sieht entsprechend im der wirtschaftlichen Entwicklung für die Zukunft mit den ganzen Vakzinen, die Stück für Stück jetzt auch kommen, also die Impfstoffe. Man sieht das auch auf den Inflationsentwicklungen bzw. auf den Exportmarkt. Da schaut man halt überall hin, weil auch eine leichte Preissteigerung ist absolut okay. Das ist die Erholung, die hier kommt, die braucht man auch und wenn die Exporte auch weiter stark sind, die USA erholt sich deutlich besser als das viele, viele auf dem Schirm gehabt haben. China wächst weiter. Das sind sehr, sehr positive Zeichen in in Amerika haben wir deutlich bessere Impfstrategien. Wir haben das heute Morgen in den Nachrichten auch gehört. Biden hat gesagt, wir können jetzt dreieinhalb Millionen Amerikaner, überlegt euch das mal, dreieinhalb Millionen Amerikaner pro Tag impfen. Ja. Das ist irre. Biden wollte in den ersten 100 Tagen, ähm, ich glaube 60% der US-Bürger, ein Impfangebot machen können. Das hat er jetzt schon erreicht, viel, viel früher. Da sieht man mal, welche Power dort drinnen ist. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und bei uns in Deutschland, ja, da wackelt das Ganze halt immer noch. Wir haben zu wenig Impfstoffe. Johnson Johnson hat jetzt gesagt, wir werden in Kürze auch deutlich mehr liefern, beziehungsweise unsere Impfdosen ordentlich in die Europäische Union verschiffen. Das dürfte dann bei uns in Deutschland so ein bisschen die Lage auch wieder entspannen. Mal schauen, wie es wird. Ich will mich da bei weitem nicht aus dem Fenster lehnen. Es ist bei mir genauso nur die Hoffnung, äh, die da kommt. Aber man sieht, dass hier durchaus Potenzial für die Zukunft da ist, dass die Lage sich bessert. Und das positive Spiel, das haben wir hier. Und was wir halt hier auch sehr schön sehen, ist, dass der DAX momentan mit dem fallenden Euro auch schön nach oben ansteigt, weil die Exportprodukte dann mit einem leichteren Euro natürlich äh, an dieser Stelle... Äh, deutlich deutlich günstiger werden und äh, zum Thema Euro auch hier noch mal ganz kurz der Blick in die Währungsfutures rein hier schauen wir das ganze rein ich ziehe das ganze mal runter kurz nehme mich mal wieder hier zurück aus dem Video und mache das Chartbild einfach mal ganz kurz groß hier an dieser Stelle also schaut mal hier der Euro das ist jetzt der Euro Future der ist natürlich Abwärts gerichtet und das, was wir hier sehen, wir haben jetzt Luft unten rein hier, charttechnisch bis ungefähr etwas über die Marke oder um die Marke von 1,16,25 und das ist halt auch das, was die Welt sieht. Ja, und wer den Euro tauschen möchte, hier und der Euro schwächer wird, da würden natürlich auch unsere Produkte äh, in Euro günstiger und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, den wir hier haben, mit Bezug auf den Export und das ist das auch so ein bisschen, was der DAX an dieser Stelle spielt. Ein kleines anderes Bild sehen wir momentan in den USA. Hier haben wir noch mal ganz kurz, wir haben es ja gestern ausführlich besprochen, den Nasdaq. Ja, da kommt man oben nicht drauf, sondern wir haben hier diese rote, äh, diese blaue Linie hier bei drei. 13.000 Punkte, die habe ich ja gestern als wichtige Entscheidungslinie gesehen. Die wird momentan überhaupt nicht gekauft, sondern eher abverkauft und wir sind hier eher auf dem Weg zur Unterseite. Da sieht es ganz, ganz anders aus. Den NASDAQ drückt es runter. Ich kann an dieser Stelle auch nochmal zeigen, das liegt ganz, ganz stark auch daran, dass wir bei den Rates deutlich nach unten laufen, äh, nach oben laufen. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, das sind mal die, ist mal die Zinsentwicklung. Wir stehen wieder äh, bei 1,75. Äh, in den 10-jährigen, also 1,75% Zinsen in den 10-jährigen Anleihen äh, an dieser Stelle. Das ist auch definitiv mal Jahreshoch an dieser Stelle. Wenn wir uns das mal anschauen wollen, ne zack, wir stehen definitiv auf Jahreshoch. Wir waren auf einem ähnlichen Niveau äh, schon mal Mitte März. Jetzt sind wir da drüber. Das ist natürlich der Druck, der reinkommt und das ist das, was den technologielastigen Werten in den USA überhaupt nicht gefällt. Und das bringt die Märkte hier unter Druck. Und wenn ich hier mal ganz kurz dort noch reinschauen darf auf den Nasdaq, beziehungsweise ähm, nicht den Nasdaq, den DAO, der spielt weiterhin die Reiterwelle zur Oberseite hin. Äh, wir haben gestern hier ein Allzeithoch gesehen. Da wird es wirklich interessant, kauft der Markt das tatsächlich wieder weiter. Dann haben wir gute Chancen hier hochzulaufen, wenn wir uns allerdings mal den SP 500 anschauen. Der sieht ein kleines bisschen anders aus. Der schwächelt auch dort oben momentan am Allzeithoch ein bisschen rum. Und das ist halt die Frage. Wir sind gestern mit einem tieferen Tief reingegangen, äh, mit einem tieferen Hoch rausgekommen. Wir haben zwar eine sehr, sehr schöne Intraday Rally gesehen, aber wenn wir uns das mal im kleineren Bereich auch anschauen, hier, äh, wie die ganze Seite nach oben hinausschaut, wir sehen, ähm, der Deckel ist oben drauf an dieser Stelle hier. Da wurde das Hoch hier gehabt ähm, und dann seitdem geht es wieder so ein bisschen runter. Und wenn wir das Ganze mal noch in die Stunde reinpacken, da sehen wir momentan, dass wir tatsächlich von oben her so ganz, ganz leichten Abfall haben. Das ist leicht und hauchdünn. Wir haben hier weiterhin ansteigende Hochs, aber die Frage ist halt, was passiert hier im großen Bild? Wird nämlich hier oben abverkauft? Dann haben wir durchaus auch die Gefahr, dass der zweite US-Index in einen Abwärtstrend abtaucht. Das heißt, der Nasdaq ist es ja schon. Der kommt momentan nicht von oben, äh, von unten nach oben raus. Und wenn wir hier tatsächlich einen nachhaltigen Abprall von diesem Hoch sehen und viel ist ja hier nicht gekommen, ne? wir sind ordentlich runter in die Korrektur gelaufen und jetzt haben wir hier oben den Schub drauf. Da wird es jetzt wirklich interessant zu sehen, ob wir hier Vielleicht so eine Art Trampolineffekt von unten nach oben sehen, das heißt so eine Kontraktion. Wir haben natürlich die Chance nach oben auszubrechen, das ist ganz klar, aber die entscheidende Phase. Da müssen wir wirklich erst sehen, was kommt, wie sich das Ganze weiter verhält, gerade auch vor Ostern. Dann haben wir jetzt in Kürze die Berichtssaison. Also, das bleibt wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Das Potenzial nach oben ist natürlich definitiv auch da, aber es ist halt ein sehr uneinheitliches Bild, was wir hier momentan haben. Und ich habe das Ganze ja schon des Öfteren gesagt: Wir haben eine Dividendenrendite im SP 500 von gut 1,8 Prozent inklusive Aktienmarktrisiko. Das heißt, da spielen die Aktienbewertungen ja eine sehr, sehr große Rolle an dieser Stelle. Und wenn man da mal sieht, wir sind jetzt bei 1,75 in den zehnjährigen Anleihen ohne das Aktienmarktrisiko, da muss der ein oder andere Anleger nicht lange überlegen, dann geht er lieber auf die Anleihen rüber. Das ist sicherer und das muss man dann sehen. Da fließt dann entsprechend auch Geld aus den Aktienmärkten ab. Und das könnte sich durchaus auch ausdehnen auf den Dow Jones. Also, das bleibt sehr, sehr spannend. Ich denke mal, richtig entscheidungsgebend wird dann sein, wenn wir die Berichtssaison sehen, wie die Ausblicke ausschauen, wie die Bewertungen ausschauen, was die Analysten mit ihren Bewertungen machen. Dann wird es wirklich sehr, sehr spannend. Also, auch die nächsten Handelswochen bleiben megamäßig interessant. Ich freue mich drauf. Ich sage für heute wieder Danke fürs Zuschauen. Wer noch nicht auf den Like-Knopf gedrückt hat, bitte jetzt gleich nachholen. Danke dafür. Planen Sie den Trade. Traden Sie den Plan und damit läuft das Ganze. Danke fürs Zuschauen. Wer mag heute um 12.30 Uhr, schaut bei mir auf dem privaten Facebook-Profil gerne mal in den Wall Street Traders Lunch rein. Da geht es ein bisschen um Aktien, da geht es auch nochmal ein bisschen um Indizes. Gerne auch die ein oder andere Frage beantworte ich dort auch gerne auch den ein oder anderen Wunsch für die Aktien entsprechend. Also das Ganze heute um 12.30 Uhr. Bis dahin allen einen guten, erfolgreichen Trading-Tag und bis spätestens morgen früh wieder hier bei Tickmill. Danke fürs Zuschauen. which is